diesen Job Mutter habe ich mir manchmal echt nicht so vorgestellt. Ich bin so müde. Wenn ich mich abschminke, sehe ich aus wie ein Zombie. Es ist so viel los im Büro. Alle wollen gleichzeitig was. Dann wird mir noch gesagt, schöner Feierabend, wenn ich gehe. Dabei habe ich gar keinen Feierabend. Ich habe nie Feierabend. Manchmal habe ich den Eindruck, ich habe keine vierköpfige Familie, sondern eine Fußballmannschaft. Es ist gerade auch in der Schule so viel Stress, ich müsste mich eigentlich dauernd kümmern. Wo ist Mama, wo ist? Ich kann nicht mehr. Nach einem Kaffee sieht die Welt besser aus. Lass uns mal hinsetzen und reden. Auch wenn du jetzt mit dir unzufrieden bist, du kannst zufrieden sein. Guck mal, wie viel du schon mal geschafft hast. Ich glaube an dich. Ach ja, mir ging's so oft so wie dir. Ich habe damals gedacht, ich pack's nicht. Und dann habe ich doch gepackt. Morgen sieht die Welt schon mal ganz anders aus, ich verspreche es dir. Sei mal auch gnädig mit dir und deinem Körper vor allem. Es hat schließlich schon mal einen Menschen produziert. Selbst so müde, wie du jetzt aussiehst, siehst du trotzdem total schön aus. Du machst nichts falsch. Du musst nicht alles sofort schaffen. Ich mache mir nicht nur eine To-Do-Liste, ich mache mir auch eine Let-Go-Liste. Und zwar immer eine Sache an einem Tag, wo ich ganz getrost sagen kann, das mache ich nicht. An manchen Tagen bin ich einfach nur stolz auf mich, dass ich aufgestanden bin, geduscht habe und einfach einen Schritt nach dem anderen im Leben weiterkomme. Wenn wir jetzt mal deinen Mann dazu bringen, was für dich zu tun, was wäre das? Was ist jetzt dein größter Wunsch für heute? Komm, ich helfe dir. Weißt du was, lass doch die Kinder hier. Geh einfach mal zum Friseur, mach dir einen schönen Nachmittag, hol sie ab, wenn du kannst. Und wenn du dir dann doch einen schönen Abend machen möchtest, die können auch hier pennen. Na und? Ein Kind ist sauer mit dir? So what? Es wird dich morgen wieder lieben. Es liebt dich auch heute. Es werden dich nie alle verstehen, aber wenn du dich selbst verstehst und ich dich verstehe, das reicht erstmal schon mal. Danke, das hat richtig gut getan. Und danke, Chibo, für den leckeren Kaffee. Uns geht's gut.